Aber doch, doch, du machst schon Schaden. Gerade der Saboteur, es ist ziemlich versteckt, aber der kann ganz gut Schaden machen, egal ob Dot oder Burst. So, nächste Kapitel Ascension. Haben wir jetzt auch schon drin. Wir sind weiterhin auf Iokat. Wir sind an derselben Stelle sogar noch. Achieve Peace. Jetzt kommen hier schon wieder. Kommt jetzt hier wieder eine halbe Milliarde Hits. Warum hat das nicht den. Liegt auf einer Haufen Altschrott rum. Hi. Das lässt du. Das lässt du auch. Into Cutscene. Jawoll. Und weiter nach oben. Ei. Ich hätte wahrscheinlich laufen können und. Nee, es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Es ist 4.0 und 5.0. Hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Oh, da sind dann doch deutlich mehr jetzt. Ich dachte, es sind bloß die beiden Drohnen, aber nein. Es sind einfach noch ein paar Caretaker-Droids hier. Schon wieder irgendwelche Power Cells sammeln. Hier leuchtet was? Ah ne, hier. Ah ne, Moment, da sollen wir den Rest wahrscheinlich reinstecken. Ja, ist gut. Ich hab schon eine falsche Technik dafür drin. Ja. Hatte das. Hi. Das Grapple hat er tatsächlich durchgekriegt. Ich war der Meinung, ich hatte das unterbrochen. Na gut. Von mir aus. How to Recycle Mission Design 101. Ja, das kann BioWare wirklich. Moment, das soll nur in diesem inneren Bereich hier sein? Da soll ich drei Kraftzellen finden? Da ist noch einer. Hier aus der Lampe schrauben wir noch eine raus. Ruft natürlich direkt wieder die Purifier. So, und das letzte. Oder. Da. Xintaro, grüß dich. Schönen guten Abend. Na, guten Abend. Guten Nachmittag. Auf den Sonntag. So ein paar Caretaker hätte ich gern für zu Hause. Bin ich komplett dabei. Also. Aber die hier aufräumen, ne? Nicht die hier mit irgendwelchen Waffen durch die Gegend rennen und alles zerschießen, was da durch die Gegend kommt. Operative habe ich literally noch nie gespielt. Nur vom Schmuggler. Ja gut, das ist halt Schmuggler, wenn du Schurken spielst, dann ist das ja praktisch der Operative. Das ist ja das gleiche. Wie der Saboteur.
Ja, logisch, die Aufräumer, ja. Ich sollte nicht so viel rüben auf den Chat gucken, sondern mehr auf was ich hier mache. Der war verdient. Der war einfach nur verdient. Das hatten wir aber auch schon länger nicht mehr hier. Uoi und Emerostar und Varium Player, danke für eure Follows. Immer gern gesehen. So. Hey, Jungs, komm, wir machen das nochmal. Aber diesmal müsst ihr leider dran glauben. So, Tür auf. Achso, Cutscene. Ausrufezeichen. Ah, das habe ich heute, gestern, noch als Antenne bezeichnet. Ist natürlich The Spire. Hier von Iokart. So eine Andockstation für Schiffe. Ey, ich habe keinen Bock drauf. Ich will nicht. Stormwatch. Ah. 900.000. Okay, Basic Mechanics, keine Ahnung. Was hat er? Das wird lustig, sagst du? 40k. Donnerschlag plus Chain Lightning sind 3 Stück. Alter, was ist er für ein Heini, ey? Was hat er hier für einen Buff? Power Source, 3 Stück. Okay, wenn ich die Power Source zerstöre, dann hat er keine Power mehr. Hey, ich hab null Plan von der Mechanik von diesem Ding, ne? Oh, das ist jetzt immun? Das ist auch immun? Ne. Okay, ich kann die alle bis 30% runterprügeln. Oder bis 40 oder 35, okay. Was hat er vor? Junge, willst du nicht kämpfen? Ist nicht so deins, oder was? Ich habe noch einen Raid-Buff. Der hier nichts bringt, Capped Content und so. Ein bisschen live. Jo, Jungs. Nee. Oh, so geht die Mechanik. Okay, habe ich verstanden. Hatte ich die jetzt abgebrochen oder nicht? Ist die Frage. Den will ich haben. Hi. Jetzt kann man ihm... Der meditiert. Ja, ich glaube auch, dass der meditiert. Der soll mal weiter meditieren. Solange meditieren macht, dann nehme ich den Scheißdreck. Jetzt kommen gleich wieder die Reptroids, aber da bin ich vorher tot. Was war das? Da hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. I am the droid. Stomp. Gib mir Stomp. Gib mir Stomp. Och, das macht nur so wenig. Dann mache ich doch lieber Stomp. Okay, machen wir ein bisschen Repair Mode. Ey, das hat nur 12 Sekunden cool, 15 Sekunden cool, dann komplett lächerlich. Also der winzige Radius von dem Mortar ist halt lächerlich. Hier kommen da einen Laser. Also guckt euch das halt an. Weißt du, so ein riesen Druide und der kann nur so ein kleines Feld abdecken und dann macht das nur 27k Schaden? Warum sollte ich sowas machen? Das ist ja, also... Guck mal, das stompt, ne? Das macht einfach hier 22 auf alle und ich muss nicht mal zielen.
Hier können wir es mal versuchen, aber das. Ja, okay. Oh, gut, im Crit 46. Im Crit 46. Das ist okay. Was ein Intense Fight. Ja, das gerade war wirklich. Ich krieg null Schaden, muss mir um nichts Gedanken machen. Der Klassiker. Hey, komm, wir gucken mal unter die Map. Ach, Scorpio. Scorpio kann mir mal, also die olle Tante. Oh, ich könnte mal wieder aufladen hier. Das macht ja auch Aoe. Das ist ja komplett geil. Muss ja nicht mehr hinlaufen. Kannst einfach Tab drücken, Tab 1 einfach nur die ganze Zeit. Ich mach jetzt nichts anderes außer Tab 1 drücken. Oh, da ist ein Goldener. Und was habt ihr so vor auf dem Sonntag? Ich stehe in der Gegend um und drück Tab 1. Oh, wie intensiv. Stomp. Oh, zwei goldene. Jetzt wird's haarig. Hier kommt nehmt nochmal eine Rakete her. Stomp. Wie viel kommt da noch? Kommt da noch eine Million? Tab 1, Tab 1, Tab 1, Tab 1, Tab 1, Tab 1. Oh, da ist noch einer, Tab 1. So, jetzt kommt der dritte Golden, oder der Goldene auf der dritten Seite. Recken wir uns nochmal ganz kurz hier. Er könnte jetzt der letzte sein. Warten auf Einsatz für Festung 100. Ja, da musst du dich noch mindestens eine Woche gedulden. Also, frühestens nächstes Wochenende. Das ist aber... Machen wir nochmal den hier, einfach weil es Spaß macht. Ein paar Raketen reinladen. Ich will noch nicht, dass es vorbei ist. Das ist Tab 1, da kann man. Guck mal. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt da noch irgendwas hier. Wählen gehen, bin da mal weg. Ja, bis neulich. Briefwahl regelt, so ist es. So ist es. Ich habe auch mit Briefwahl gemacht. Wusste noch nicht zu dem Zeitpunkt, ob ich hier an diesem Wochenende frei haben werde. Dementsprechend habe ich gleich das Ganze per Briefwahl gemacht, weil gleich auf Nummer sicher gehen und gut ist. Ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, lauft halt raus aus meinem Machtsturm. Dankeschön. Habt ihr richtig toll gemacht. Ich habe meinen AOE-Tactical nicht drin. Macht an der Stelle aber Sinn. Jetzt wird's lustig. Das höre ich die ganze Zeit schon. Mein Kopf geht hier, muss gleich Valen umhauen. Na dann viel Spaß dabei. Da bin ich ja noch ein paar Meter von entfernt. Wobei, gegen Valen haben wir auch schon gekämpft. Jetzt Arius, let's go. Ja, dass man den gegen den auch kämpfen muss, das weiß ich auch noch, aber... Valen, da sind aber noch ein paar andere Heinis hier. Na, jetzt kommt wieder Wellenkampf hier. Dismember.
Guck mal, ich bin nah genug ran, du brauchst nicht grappeln. Lock Arius in a space? Wie geht das? Hallo. Ey, drehen. Oh je. Nein, 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 nein. Halt, stopp! Brich doch die Cutscene ab. Ich glaube, Single Target macht er besser. Bei Theo ist immer interessant. Er hat mir ja vorhin gesehen, weißt du, der Boss, wo ich den größten Respekt vor hatte, bis jetzt überhaupt, der war im vierten Versuch. Dafür habe ich mich vorher am ersten dreimal aufgehängt, ja. Also, dreimal, 30 Mal. Ich würde sagen, wenn meine Schätzung richtig ist, wird das der schwerste Kampf. Okay. Das ist ein Call. Muss man erstmal mal schauen. Das sind keine Bugs, sondern Features. Du hast es erkannt. So ist es nämlich. Cutscene beginnt hier. Nein, stopp. Ja, ist halt jedes Mal so. Wenn mir im letzten Moment einfällt, warte mal, vielleicht sollte man das hier doch ein bisschen anders machen. Kann man das unterbrechen? Kann man. Der reflektiert eine ganze Menge, beziehungsweise kriegt keinen Schaden. Ja gut, solange er seinen komischen... Dein Ernst? Machst du das jetzt die nächsten 5 Minuten? Ich habe kein Problem damit, dich durch deinen verdreckten Schild durch zu töten. Du reflektierst nichts. Hast du jetzt Phase 2 oder was ist los? Oh, Phase 2! Multiple Lasers! Und er kriegt keinen Schaden mehr. Ah, guck mal hier drüben. Da ist er frei. Kriegt er jetzt wieder Schaden? Oh, er fängt wieder mit Laser Barrage an. Na super. Oh, er hat den unterbrochen. Habe ich den unterbrochen? Nee. Ah, 50%? 45%? Ach, das schon wieder. Wett, du stehst im Laser. Aber es juckt dich wahrscheinlich einfach nicht. Ist okay. Hier kommt Schnelligkeit. Du hast keinen Dot mehr drauf. Dann kriegst du einen neuen. Da muss ich mal ganz kurz stehen bleiben. Und die Prox darüber. Donnerschlag. Schön laufen. Da gehen wir raus. Ah, das ist wieder seine Burst-Phase hier mit den Laser-Bursts, die nicht so lange dauern. Und dafür schneller kommen. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Macht er wahrscheinlich bei 25%, macht er hier nochmal seine... Ja, er springt nochmal nach da hinten. Das heißt, wir können schon mal ein Dings dahin legen. Haben da schon mal... müssen erst die Batterien tot sein, ne? Damit du das, ja, ehrlich früher drauf kommen kannst. Easy. Die Sache ist halt, so ein Kampf hier, der ist nicht komplex. Also der ist in der Hinsicht komplex, dass er halt Mechanik hat, die komplex ist. Also es gibt halt eine... Was war das? Black Spike. Es gibt halt eine Mechanik, wenn du die einmal verstanden hast, hast du keine Probleme damit. Weil dann denkst du, ja gut, jetzt das, jetzt das, jetzt das. So wie eben, ne? Er springt da hinten in die Mitte. Ich denke mir, okay, dann lege ich den Machtsturm schon mal da drüben auf die rechte Seite, weil das spawnt vielleicht das Ad, weil das war irgendwie offensichtlich. So ein Kampf, wo du halt einen riesengroßen Schadensinput hast und gleichzeitig halt einen hohen Schadensoutput liefern musst,
der ist halt deutlich interessanter. Aber hier, ich kriege ja keinen Schaden, wenn ich dem ein bisschen hier ausweiche. Ich meine, klar, wenn du Melee bist, dann hast du nicht so viel Platz, ja. Aber ich als Range, ich kann mich hinten ja... Ich habe hier 3,5 Quadratkilometer Platz, um mich hier auszutoben. Also, als Melee ist das bestimmt ein bisschen aufwendiger. Gerade wenn denn hier die ganzen Laser durch die Gegend schwirren und du hier an den Tentakeln ran musst. Bei meinem Hexamain buggte meine Darkside Corruption. Ja, die buggt sowieso seit Anfang an. So lange her, dass ich Kapitel mal gespielt habe. Ja, bei mir auch. Ich habe null Ahnung mehr, was in welchem Kapitel passiert. Und dann mache ich es mal gleich auf Master. Wird schon. Die Frage ist, ob die Laser dich gleich töten, wenn du drin stehst. Nee, ich stand ja einmal drin. Also die hin und her wandern dann in der Phase, wo du rechts und links die Batterien machst. Das weiß ich nicht. Aber die anderen, die ja nach und nach castet, diese kleinen Kreise, wo ich immer hin und her gesprungen bin, da habe ich einmal eingefressen, hat irgendwie 30% Schaden oder sowas gemacht, wenn überhaupt. Da ging die Hälfte aber auch in ein Schild rein, also das war ein Witz. Carnage, ich finde schön, wie du Carnage schreibst, das finde ich richtig gut. Das kann man richtig unterstützen. Wenn du richtig spielen willst, hast du null Probleme. Das ist richtig, aber du musst ihn halt richtig spielen. Na? Smash Mario ist aber sowieso geil. Also... Sind wir jetzt fertig hier oder war das Phase? Ja, Smash Mario ist halt. Ist das gar nicht? Ich glaube, es ist gar nicht. Die dritte Skill, ne? Annihilation. Blutbad ist gar nicht, oder? Fury. Fury Mara ist das. Da habe ich gerade nochmal durcheinander gekriegt. Smash Mario ist Fury, ja. Ist halt die, wo du früher halt, du baust Buffs auf, damit du deinen Smash halt, das Zerschlagen halt in die Gegend setzen kannst und früher hast du halt, also machst heute immer noch damit AOE-Schaden ohne Ende. Ist ein bisschen mehr auf den Fokus auch orientiert mittlerweile, aber du kannst ihn trotzdem noch auf gut AOE spielen. Macht Spaß. Smash-Macho. Wut-Macho, der ist er, ne? Die Wut-Disziplin. Wenn man es genau nehmen möchte. Ne, Carnage ist der Blutbad. Da hast du theoretisch auch keine Probleme. Beim Fury-Maro, also beim Wut-Maro, da hast du auch keine Probleme eigentlich mit der Wut. Wenn du ihn richtig spielst, hast du nirgendwo Probleme, aber sind halt mal die Details dann. Ja. Ein durchaus annehmbares Kapitel, was wir hier jetzt gerade abgeschlossen haben.